Jeden Morgen steigt er aus dem Bett und kippt sich Kaffee in den Magen. Jeden Morgen steigt er ins Jackett und dann in seinen Wagen. Dann fährt er auf die Straße raus in einen neuen Tag und kommt er dann zum Studio, fängt die Schuhe erst richtig an, denn dann muss der Klapskali tanzen, muss der Klapskali tanzen, muss der Klapskali tanzen, der Klapskali tanzen. Doch er stand niemals im Mittelpunkt, denn niemand wollte ihn entführen aus seinem kleinen Leben raus, das er jeden Abend spürt. Und nachts sitzt er in der Bar und ist wie immer ganz allein. Erkennen ihn die Gäste, dann fangen sie an zu schreien. Lass den Klapskali tanzen, lass den Klapskali tanzen, lass den Klapskali tanzen, lass den Klapskali tanzen. Comedy, 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 nicht bekannt vor. Ja, Comedy, 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 nicht bekannt vor. Und immer wenn er Urlaub hat, stehen die Kinder vor der Tür. Und wenn er auf die Straße geht, brüllen sie ihm hinterher. Hey, Kalle, was ist denn los? Hey,
Ey, Russell. Olli. Stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, du bist so ein richtig nutzloser Typ, ne? Ja. So ein richtig wertloser Typ, der überhaupt nichts drauf hat und überhaupt nichts kann und so und eigentlich noch nie wirklich was geschafft hat in seinem Leben und wirklich so ein nutzloser, so ein, wie so ein USB-Stick oder wie, was weiß ich, also du kannst unheimlich viel aufnehmen, aber kriegst überhaupt nichts selber, du kriegst überhaupt du kriegst Input, aber kommt überhaupt nichts raus aus dir, du bist total die leere Ratte eigentlich, du bist jetzt immer nur rumgekrochen dein ganzes Leben, hast dich durchsaugen lassen von den Großen, von der Zitze der Familie, du hast dich von der Zitze der Familie ernährt und hast nichts gemacht in deinem Leben und bist immer nur so rumgerannt und bist also wie so ein nutzloser Werkzeug, wie so ein Werkzeug, für das es kein Werk gibt. Also für das es nichts zu tun gibt, keine Arbeit oder so. Stell dir mal vor, du bist so einer, der eigentlich nur dazu da ist, um zu atmen. Also so eine Nullnummer eigentlich. Und dann irgendwann, ne, nimmst du die Gitarre in die Hand und hast noch nie in deinem Leben vorher gespielt, ne? Und hast noch nie einen Text geschrieben und irgendwas, hast nichts gerafft, bist immer nur, hast eigentlich nichts, und dann schreibst du, pass auf, jetzt kommt's. Und dann schreibst du gleich den perfekten Song. Du hast noch nie was gerafft, und dann machst du gleich den perfekten Song, das allererste Mal in deinem Leben, und das ist das perfekte Lied. Das ist so perfekt, dass alle dich bewundern. Du machst das perfekte Lied, was ganz Besonderes. Und vorher hast du nichts gemacht, wie so ein Roboter. So ein bisschen leer im Kopf und so ein bisschen und hast nicht wirklich irgendwas geschafft. Und auf einmal nimmst du einfach nur an einem Tag deines Lebens die Gitarre in die Hand, hast vielleicht schon 45 Jahre rumgekrochen und dann schreibst du irgendwann den perfekten Song. Sag mal bitte. Was denkst du darüber? Ich erkläre dir das noch mal kurz vor. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, was ich dir erzähle? Ja.